Dann habe ich Haluz. Aber trinken brauche ich dringend. Ein Stück ist drin. Können wir uns noch so ein Destill-Ding leisten? Der bestimmt. Ja, wir brauchen einen Palmwedel, eine Schnur, ein Stoff und drei Steine. Das haben wir. Palmwedel hole ich. Schnur hatten wir auch irgendwo noch. Da war ein Stoff. Und da war ein Schnur. Hast du ein Messer fallen lassen? Okay. Da hat es ganz gut gemeint. Ich nehme es mal kurz auseinander. Hier Schnurzeug. So. Ah, bei Steine war es noch. Da waren die blöden Steine drin. Hey, man sieht sogar, in welche Kiste du reingaffst. Ja, wenn sie aufgeht. Ah, nein. Ah, nein, ah, nein. Jetzt. Ein Stein. Okay. Okay. Soll ich denn dies jetzt hinstellen? Stelle ich auf die andere Seite. Ja. Mach mich nicht schwach. Okay. Dann noch ein paar Mädel rein. Bräuchte mal eine Axt und ein neues Messer schon wieder. Messer hat es in irgendeiner Kiste drin. Muss ich mal gucken. Hier sind frische Palmwedel. In irgendeiner Kiste hat es Dings drin. Hab's. Wie macht man sich eine Axt? Nochmal Stein. Mache ich mir jetzt eine neue Kokosflasche.
Oh, jetzt sind sie geräuchert. Da sind noch 8 Frischfleisch drin. In welcher Kiste? Hier hinten. Ja, also die zwei. Oh, warte hier. Was braucht man für eine zweite Flasche nochmal? Kokosnuss und Schnur. Oh, man braucht ja für alles Schnur. Ja. Kokosnuss hat's hier drin. Ich habe 2 Schnur im Inventar, wenn du willst. Ja, eine brauche ich, glaube ich, oder? Ja. Danke. Bitte. Du jetzt mal da rein. Beim Gegengift mache ich geräuchertes Fleisch rein. Super mit dem Wasserdistiller-Dinger.
Was? Ernsthaft jetzt? Was denn? War mein Holz auf einmal weg in der Hand. Hab ich das Feuer ausgemacht. Geht ja mal gar nicht. Holz habe ich gerade frisch gemacht. Ja, ist auch schon. Ich sehe es auch. Ich schmeiß dir immer alles hin. Ich krieg nichts in die Dinger eingelagert. Echt jetzt? Ja. Ich liebe das Angeln hier irgendwie. Es ist nicht so anstrengend wie im echten Leben. So, aufgeräumt. Wir hatten einen Vogel. Yay. Lebensmittelproduktion. Massenproduktion kommt jetzt gleich mit dem Räucherofen. Du könntest gucken, ob du noch einen zweiten Räucherofen kriegst. Ich weiß ja jetzt schon gar nicht mehr, wohin. Ja, auf die Insel ist doch groß genug. Nein, mit dem Zeug zum Essen. Ja, geräuchertes Essen. Ich meine, wir brauchen immer viel. Da brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen.
Stimmt, stimmt, stimmt. Noch mehr Fische. Acht, 16, 24, ja, 39 Stück fast. Hast du noch einen zweiten Räucherofen gemacht? Nee, ne? Nee. Feuerstelle, vier Äste. Ach nö, ich will doch nicht die Kiste aufheben. Ein Seil. Steine. Ich muss dann auch bald aufhören, weil ich noch das Crossover fertig machen muss. Ja. Keine Ahnung, wie viel. Also. Einmal das Feuer. Nehmen das jetzt hinstellen. Wir haben keinen Platz mehr. Stell's da oben hin. Ist denn irgendwo ein Schatten? Oh. Wo ist der Räucherofen? Oh, drei Holz. Mir auch. Eins, zwei, drei. Krieg ich hin, krieg ich hin, krieg ich hin. Hier oben steht. Und so ein komisches Anzünddingens hatten wir auch noch irgendwo. Ja. Hä, ich sehe keinen Ofen. Wo ist er denn? Das rote Ding oder was? Ja, Feuer ist gerade angegangen. Wir haben einen Vogel. Kann das nicht benutzen, das Ding. Du musst oben an die Schnur hinheben. Nee, das ist bei mir rot, das ganze Ding. Vielleicht kannst du es ja aufhängen. Ich habe das Fleisch jetzt mal da hingelegt. Auch noch nicht weit ausgelevelt. Wasser haben wir 1A hier. Sauber. Das sind geräuchert. Bei dem sehe ich es, bei dem da hinten nix.
Seltsam. Ja. Ja, ich würde aber dann vorschlagen. Wir machen für heute die Absage. Ja. Ich mach mal kurz hier noch das Holz rein und dann, dass wir nächstes Mal reinkommen und Feuer ist ja, aus. Genau. So. Okay. Wie war's wieder? Fand ich auch schön. Hat dich wieder Spaß gemacht hier. Jetzt sind wir schon voll weit gekommen heute. Ich bin ganz stolz auf uns. Nicht mehr so planlos. Ja, total. Jetzt müssen wir nur noch vielleicht so komische Regale bauen, damit mal unsere Kisten ordentlich aufgeräumt sind. Ja, wir müssen mal anfangen. Jetzt nächstes Mal bauen ist das große Ziel dann. Okay, das machen wir. Dann logge ich mich mal aus.